Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video der Serie Ich bearbeite eure Fotos. Andreas hat mir mehrere Bilder zukommen lassen und ich habe mir jetzt zwei Bilder, einmal ein Vogelfoto und einmal ein Landschaftsfoto, herausgesucht, die ich jetzt auf seinen Wunsch hin in Capture One bearbeiten werde. Viel Spaß beim Zusehen! Da der Schwerpunkt dieses Kanals doch eher auf der Vogelfotografie liegt, möchte ich auch mit dem Vogelfoto starten. Und zwar handelt es sich hier um einen Basthölpel. Das hier ist das Bild, wie es aus der Kamera kam. Aufgenommen, wie ihr vielleicht unten sehen könnt, bei 300 mm, einer 5000stel Sekunde, 800 ISO und der Offenblende von 2.8. Als erstes fällt mir auf, dass das Bild eher etwas dunkel ist, auch wenn es natürlich spätabends, denke ich, fotografiert wurde. Ich werde also zuerst die Helligkeit generell etwas erhöhen und mir geht es jetzt eher darum, dass ich mal den Vogel richtig hinbekomme. Um den Hintergrund werde ich mich nachher gleich kümmern. Genau, das verträgt sogar noch etwas mehr, habe ich den Eindruck. Dann werde ich die Kontraste hier noch etwas anheben, insbesondere den Weißpunkt. Und für meinen Geschmack ist das Foto etwas zu blaustichig. Ich werde jetzt den Weißabgleich noch etwas anpassen. Eine Möglichkeit ist hier natürlich den automatischen zu nehmen. Da tut sich nicht viel, vermutlich weil die Kamera auch schon auf automatisch war. Ich könnte hier diesen Color Picker nehmen, aber meiner Erfahrung nach ist das auch nicht ganz einfach, denn wenn ich es hier nehme, ist es viel zu orange nachher. Hier wird es besser, aber ist vielleicht noch ein Ticken kühl. Wobei, ja, das war eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich versuche hier meistens manuell ein bisschen etwas für mich rauszufinden. Was mir hier ab und zu hilft, ist die Sättigung komplett hochzuschrauben. Das sieht jetzt relativ dämlich aus, aber mir fällt es dann jeweils leichter zu beurteilen, wie die Farben aussehen sollten. Ich denke, es ist durchaus okay, wenn hier ein kleiner Blaustich ist, denn eben, das wurde eher spät am Abend aufgenommen. Jetzt finde ich, sehe ich auch noch einen leichten Grünstich. Ich würde jetzt momentan einmal bei etwas in dieser Richtung bleiben und dann nehme ich die Sättigung wieder zurück. Ja, zumindest ein wenig. Gut, jetzt werde ich den Hintergrund auswählen, um den selektiv abdunkeln zu können oder auch ansonsten selektiv zu bearbeiten. Ich nehme hier einen Pinsel, der nicht allzu hart ist. Ungefähr so. Und ich lasse mir hier die Maske gleich anzeigen. Und ihr könnt euch ruhig getrauen, zumindest mit der äußeren der beiden Kanten, die ihr an dem Pinsel seht, etwas über den Basthölpel oder in den Basthölpel reinzugehen, denn sobald ich jetzt die Maus loslasse, berechnet Capture One die Kante, die automatische Kantenerkennung. Und ich muss sagen, dieses Foto ist mit einer 1DX Mark II aufgenommen und es ist unglaublich angenehm gerade. Wenn ich das hier nachpinsle, seht ihr, es gibt keine Verzögerung. Wenn ich das mit meiner R5 mache, dreht sich das Rad und es kommt eine Meldung von Capture One, automatische Maskierung berechnen. Also hier ist es, wenn man die Hälfte der Megapixel hat, geht die Bearbeitung deutlich flotter. Also übrigens, falls ihr euch mal eine neue Kamera kaufen möchtet und ihr überlegt euch, Canon R5 oder R6 vielleicht, behaltet auch ein bisschen im Hinterkopf, dass eine 45 Megapixel Datei nicht nur mehr Speicherplatz braucht, sondern einiges mehr an Ressourcen. Das nur so als Tipp am Rande. Ich werde das Video etwas vorspulen, denn sonst wird es hier sehr langweilig. Wenn ich irgendwo zu weit reingemalt habe, kann ich hier immer noch mit dem Radiergummi das wieder wegnehmen. Alles in allem sieht die Kante um den Vogel jetzt gut aus. Als nächsten Schritt erhöhe ich hier Härte und Größe etwas, nehme die automatische Maskierung raus. Man kann sich da natürlich auch Shortcuts festlegen
und mache im Prinzip hier eine Runde um den Basstölpel herum, ein bisschen weiter. Es gäbe auch Methoden, um das automatisch machen, aber schlussendlich bin ich der Meinung, geht das manuell eigentlich so schnell, dass ich mir gar nicht die Mühe mache, da ja, etwas auszuwählen. So. Und wenn ich jetzt die Belichtung runterziehe, dann seht ihr, es zieht es wirklich nur beim Basstölpel runter. Hier noch einmal eine gute Gelegenheit, die Kante vielleicht etwas zu verfeinern. Und was ich jetzt machen kann, also ich habe jetzt die Belichtung, wie gesagt, komplett runtergezogen, damit man wirklich gut sieht, wie schlecht ich wo ich schlecht maskiert habe. Mit einem Rechtsklick kann ich die Maske hier verfeinern. Und ihr seht, wenn ich es hier betreibe, es schauen die Übergänge zwar weich aus, aber ihr seht bereits, dass ein Teil vom Basstölpel da auch schon die Belichtung beeinflusst wurde. Also ich möchte es eigentlich so weit erhöhen. Vielleicht so, dass der Basstölpel selbst nicht wirklich beeinflusst ist. Es ist jetzt halb so dramatisch, da ich hier nur die Belichtung korrigiere und nicht irgendwie die Schärfe oder das Bildrauschen. Die lichtet sich jetzt vor allem etwas runter. Und jetzt gehe ich sogar wieder zum Hintergrund zurück und gebe noch mehr Pep rein in das Bild. Und wenn ihr die Tiefen hochzieht und gleichzeitig den Schwarzpunkt hier unten etwas runternehmt, dann erhaltet ihr automatisch ein bisschen mehr Kontrast, ohne dass euch die, ja, ohne dass ihr die Tiefen komplett verliert. Wenn ihr es übertreibt, wirkt das dann irgendwann unnatürlich und da kann man sich, denke ich, sehr schnell streiten, was noch natürlich wirkt. Ja. Okay, das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt werde ich den Kopfbereich vom Basstölpel mit einer weiteren Ebene noch etwas mehr aufhellen. Dann sagen wir Kopf-Brustbereich. Auch die lasse ich mir schnell wieder anzeigen. Ja, vielleicht nehme ich bei der Brust sogar noch etwas weg. Das macht eigentlich das gleiche umgekehrt, wie ich es vorher mit dem Hintergrund gemacht habe, aber manchmal, ich kann nicht genau sagen wieso, finde ich es angenehm, das wie auf zwei Arten zu machen. Einmal den Hintergrund abzudunkeln und den Vordergrund hier aufzuhellen. So. Und hier kann ich wirklich grob mit den Werten spielen. Und wenn es mir jetzt zu viel wirkt, wie ich es doch definitiv finde, kann ich nämlich hier einfach die Stärke von dieser Ebene zurücknehmen. Ja, allgemein finde ich es schon besser. Mir hat das immer noch ein bisschen einen zu starken Blaustich im Basstölpel. Den kann ich hier etwas reduzieren, ohne dass ich dem Hintergrund da viel ändere. Und ich kann auch diese blauen Bereiche noch einmal etwas heller machen. Ach ja, ich war in der zweiten Ebene, darum hat das im Hintergrund nichts geändert. Wobei es sogar hier relativ gut geht. So. Jetzt wäre ich schon fast fertig. Was ich jetzt als nächstes sicher noch machen werde, wäre das Bild etwas zuschneiden. Nicht viel. Ich würde ihn einfach noch etwas aus der Mitte nehmen und in diesem Fall könnte ich mir auch ein, sagen wir 16:10 Format gut vorstellen. Ja, vielleicht so. Dann fällt mir auf, dass hier hinten beim Flügel das Ganze wirklich nicht schön eingefärbt ist. Das heißt, hier werde ich manuell noch mal etwas nachhelfen.
Vielleicht dürfte das ganze Bild noch etwas mehr ins Rot gerutscht werden und hier vielleicht etwas kühler. Und ich denke, ich wäre jetzt fertig. Andreas, ich habe keine Ahnung, ob das irgendetwas ist, mit dem du etwas anfangen kannst. Vielleicht ist es auch schon too much. Ja, ich tendiere jetzt generell wieder dazu, hier den Weißabgleich noch etwas anzupassen. Ich finde, es dürfte noch etwas heller sein. Okay. Ja, also ihr seht hier vorher, nachher. Das wäre jetzt meine Interpretation vom Foto. Falls auch ihr möchtet, dass ich eines eurer Bilder in einem solchen Video bearbeite, dann könnt ihr das tun, indem ihr mich auf Patreon unterstützt und damit erhaltet ihr automatisch die Möglichkeit, Bilder für solche Bearbeitungsvideos einzusenden. Und ihr dürft dabei auch wählen, ob ihr das Foto in Capture One oder in Lightroom bearbeitet haben möchtet. Ich werde jetzt einmal zum zweiten Foto gehen, einem Sonnenaufgang. Hier hat Andreas mir eine ganze Belichtungsreihe geschickt. Allerdings hat die Canon 1DX Mark II schon einen relativ guten Dynamikumfang. Das heißt, es ist eigentlich in diesem Fall nicht wirklich nötig, aus meiner Sicht mit einer Belichtungsreihe zu arbeiten. Denn selbst wenn ich hier reinzoome, sehe ich praktisch kein Farbrauschen oder auch sonstiges Rauschen, selbst in den allerdunkelsten Bereichen. Und diese möchte ich auch nicht weiter aufhellen. Wie gehe ich hier vor? Auch hier möchte ich zuerst einmal das Gesamtbild ein bisschen anpassen, so wie ich es gerne hätte. Das heißt, ich hebe hier die Belichtung an. Das war auch das dunkelste Bild aus der Belichtungsreihe. Auch der Kontrast erhöhe ich hier etwas. Ich teste gerne die Regler ein bisschen ins Extreme. Vielleicht so, dann den Weißabgleich. Scheint mir gar nicht so schlecht. Und jetzt seht ihr, der Himmel ist natürlich hoffnungslos ausgebrannt. Hier gibt es mehrere Methoden. Hier ist der Horizont so klar, also so eine gerade Linie, dass ich hier einmal einen Verlaufsfilter als allererstes drüber ziehe. Und hier erstens die Belichtung im Allgemeinen, aber zweitens insbesondere die Lichter etwas herunterziehen werde. Das hat schon ex macht schon einen extremen Unterschied, das ist vielleicht sogar etwas zu extrem. So, es brennen noch ein paar Punkte aus, darauf komme ich gleich, gehe ich gleich ein. Und zwar mache ich jetzt noch eine weitere Ebene. Eine bereits gefüllte, wie ihr hier mit der Maske sehen könnt. Und hier werde ich mit einer Luminanzmaske arbeiten. Das heißt, ich sage, ich möchte nur die ganz hellen Bereiche hier bearbeiten. Die kann ich hier festlegen. Jetzt kann ich sagen, wie weit sie gespreizt werden sollen. Hier tendiere ich dazu, diese eher stark zu spreizen, damit man nicht harte Kanten hat. Auch der Radius kann diese Kanten noch etwas weicher machen. Und ihr seht, welche Bereiche des Fotos jetzt bearbeitet werden. So, und wenn ich jetzt die Belichtung runterziehe, betrifft das nur diese Bereiche. Hier sollte man definitiv vorsichtig damit umgehen, es kann sonst sehr schnell unnatürlich wirken. Aber ich denke, hier eine leichte Korrektur kann auch schon sehr viel bewirken. Genau. Generell finde ich, fehlt dem Bild momentan der Kontrast. Vor allem die Schwarztöne fehlen etwas. Die werde ich daher generell etwas erhöhen. Hier unten haben wir aber Schwarztöne. Ehrlich gesagt reichlich. Ich mache hier eine neue Ebene und werde da in diesem Bereich diese dunklen Bereiche hier doch etwas maskieren und dort die Tiefen wieder etwas hochziehen. Wie gesagt, brauche ich hier nicht viel Zeichnung, aber ich würde gerne ein bisschen etwas sehen. Vielleicht so. Und generell, das ganze Bild habe ich jetzt vielleicht doch etwas sehr
hell ausgearbeitet. Am Sättigungsregler versuche ich jeweils gar nicht zu viel zu verändern. Ich finde, das kann sehr schnell unnatürlich wirken. Eventuell könnte ich hier im Himmel noch etwas mehr Klarheit. Nein, lieber nicht. Ich glaube, ich werde nochmal einen Verlaufsfilter drüber legen, und zwar alles bis auf die Steine hier und da den Schwarzpunkt noch etwas absenken. Und ich werde die Grüntöne, dort die Sättigung etwas erhöhen. Das ist jetzt schon zu viel, aber ihr seht, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich finde, im Wald darf man etwas von diesen Grüntönen sehen. Gut, und eine hier im rechten Bereich finde ich jetzt die, finde ich eigentlich, hat das ein bisschen seltsame Farben drin, wenn ich das so sagen darf. Ich erhöhe jetzt, mache hier noch einmal eine letzte Ebene, ganz grob, und nehme hier die Sättigung etwas zurück. Ich finde, das wirkt noch einmal natürlicher, wenn man sich hier etwas zurücknimmt. Ja, ansonsten wäre ich, glaube ich, mit diesem Foto fertig. Naja, vielleicht noch ein Punkt, den ich vorher auch gar nicht groß angesprochen habe, ist die, ist der Schärferegler. Da mache ich in der Regel nicht so viel, höchstens dann, wenn ich dann wirklich zum Druck komme. Hier kann man natürlich noch etwas nachschärfen, aber ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus, und ich mache das dann eben lieber, wenn ich das Foto exportiere oder wenn ich es dann drucke. Auch hier ein Vorher-Nachher-Vergleich. Generell ist es so, dass ich bei Landschaften meistens etwas mehr bearbeite, insbesondere zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hat man bei Gegenlicht natürlich einfach einen enormen Dynamikumfang, das darf man nicht vergessen. Und das wäre hier das Endresultat. Auch hier, Andreas, würde es mich natürlich wundern nehmen, ob das ungefähr das ist, was du dir vorgestellt hast. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen einen Einblick kriegen, wie ich Bilder bearbeite oder bearbeiten würde. Und am wichtigsten natürlich, Andreas, ich hoffe, ich konnte dir irgendwie etwas mitgeben. Falls ihr auch Bilder einsenden möchtet, dann könnt ihr das als Patreon machen. Das heißt, ihr müsst mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Dafür erhaltet ihr eben auch die Möglichkeit, mir Bilder für diese Serie einzusenden. Ihr kriegt gratis Wallpapers, ihr könnt mir Fragen stellen, die ich in Q&A-Videos beantworte und so weiter. Ihr könnt auch auswählen, ob ich die Fotos für euch in Capture One und Lightroom bearbeiten soll, und das habe ich bis jetzt nicht gesagt, aber ihr könnt auch gerne sagen, zu welchem Grad ich die Bilder bearbeiten soll. Vielleicht könnt ihr gerade das als Referenz nehmen und sagen, weniger oder mehr. Bis dahin bedanke ich mich schon einmal fürs Zuschauen. Durchwühlt doch einmal, gerade wenn es schon dunkel ist oder ein schlechtes Wetter draußen, durchwühlt doch mal euer Bildarchiv. Schaut, ob ihr da auch noch vielleicht Schätze findet, die es wert wären, bearbeitet oder ein zweites Mal bearbeitet zu werden. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!